Ja. So, liebe Leute, wir machen heute ein gesundes Müsli. Ein gesundes Müsli ist leider nicht durch Kaufen von Haferflocken oder ähnlichen Zutaten, wo halt Müsli draufsteht, gesund, sondern es ist dann gesund, wenn die Rohstoffe noch roh sind und halt eben für den Körper eine Ernährungsgrundlage bilden, die alle Inhaltsstoffe enthält, die der Körper braucht. Also alle sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine, rohes Eiweiß, kein degeneriertes Produkt und so weiter. Die Müslis, die man kauft, sind eben entweder mit Zucker versetzt und haltbar gemacht, damit sich halt das Korn nicht zersetzt. Denn ab dem Zeitpunkt, wenn man das Korn quetscht, wird das halt eben nicht mehr haltbar sein, sondern es wird eben dann anfangen zu vergammeln. Und deshalb müssen die von der Industrie irgendwas machen, damit das eben dann haltbar bleibt. So. Also die einzige Möglichkeit, wirklich was Gesundes zu essen im Müsli, ist, indem man es frisch quetscht. Das hier ist eine Quetsche. Diese Quetsche hat so Walzen und wenn man da, so, das ist aber eingestellt, wenn man da so dreht, dann kommen da unten die Flocken raus. Ich habe jetzt hier Dinkel drin, das geht auch. Oder es geht eben Nackthafer. Nackthafer braucht man deshalb, weil der halt eben nicht entspelzt ist. Das ist halt so eine Züchtung, die von selber nicht so viel Spelzen hat und dadurch eben schmackhafter ist als normaler Hafer. Beziehungsweise, also wirklich darauf achten, Nackthafer kaufen, nicht Hafer, weil Hafer ist ein entspelzter Hafer und dadurch werden auch wieder wichtige Inhaltsstoffe entfernt. So, das ist jetzt hier so die Portion Dinkel. Stefan isst gerne Dinkel, die er so isst. Das sind so knapp 2 Esslöffel. Und das ist so die Portion, die ich so esse. Das ist halt ein bisschen mehr. Das ist halt eben nach Geschmack, kann man das halt machen, wenn man möchte. So, das sind die beiden Portionen Obst, die dann dazu gemacht werden, damit das eben nicht so dröch gegessen werden muss. Und ihr seht, das sieht auch ein bisschen anders aus. Das kann man auch ein bisschen variieren, wie man das halt eben gerne möchte. Wichtig ist, dass man, um halt eine Brühe zu kriegen, sozusagen, um diese Flocken halt einzuweichen, dass man entweder einen Mixer oder auch auspressend ein bisschen Orange nimmt. Also eine halbe nehmen wir in der Regel. Dazu zum Süßen eine reife Banane. Das muss man natürlich beim Einkaufen auch dann beachten, dass man auch reife Bananen da hat und keine grünen, weil sonst schmeckt es nicht. Ein bisschen Zitrone. Und das wird jetzt gemixt. Wenn man mag, kann man auch noch Sahne dazu nehmen. Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich mag es halt. Ich nehme jetzt ein bisschen Sahne dazu. So, und jetzt quetschen wir das hier. Die Banane kann man übrigens auch, wenn man keinen Mixer hat, mit der Gabel zerdrücken. Wichtig ist halt eben dann der Orangensaft und der Zitronensaft dazu. Dann sind natürlich auch ganz wichtige Inhaltsstoffe drin, die so ein Körper braucht im Laufe des Tages. Wie sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe für den Darm, das schützt vor Darmkrebs und Vitamine, Mineralstoffe sind vorwiegend im Hafer drin. Also dieses Müsli ist sozusagen ein vollwertiges Nahrungsmittel, was der Körper, in dem wirklich alles enthalten ist, was der Körper so braucht. Jetzt rühre ich das hier so einmal durch, damit die Hafer- oder auch Dinkelflocken schon mal ein bisschen weichen können. So, jetzt kommt da noch dazu Früchte der Saison. Also wir haben hier gefrorene Beeren, die gibt es halt immer. Wir haben hier einen Apfel, einen halben Apfel. Und dieser halbe Apfel, der ist jetzt schon ein bisschen oxidiert, weil wir das schon ein bisschen vorbereitet haben, damit das nicht so lange dauert. Und der wird halt jetzt so in solchen kleinen Stückchen halt da reingemacht. Kann natürlich auch jeder machen, wie er möchte. Wichtig ist halt, dass der Apfel als erstes in diese Brühe mit reingedrückt wird, weil, wie ihr schon seht, ist er schon ein bisschen oxidiert. Und wenn man den halt längere Zeit außerhalb dieses Zitronen-Orangen-Gedönses aufhebt, dann oxidiert er natürlich noch mehr. Und auch beim Oxidieren gehen halt wichtige Inhaltsstoffe flöten, die halt der Körper braucht. So, dazu nehmen wir jetzt halt hier noch ein bisschen Ananas. Das machen wir dann halt eben so, wie die Saison das halt hergibt.
ist ja auch wichtig, dass man halt das Obst und Gemüse ein bisschen regional einkauft und das nicht so voll über Hunderttausende von Kilometern transportiert wird. Ist natürlich im Winter, so wie es jetzt ist, ein bisschen schwierig zu realisieren. Wenn man ein bisschen Abwechslung haben möchte, muss man halt sehen, wie man das halt macht. So, da kommen jetzt noch die gefrorenen Beeren drauf und fertig ist der Lachs. Das geht relativ schnell für meine Verhältnisse und man kann das auch mitnehmen, wenn man zum Beispiel berufstätig ist. Und dann macht man sich das halt in ein Glas rein und dann kann man das auch später noch essen. Aber so ganz arg lang kann man es nicht aufheben, weil das halt wirklich ein frisches Produkt ist, was natürlich dann auch durch Oxidation sich wieder verändert. Wenn man möchte, kann man dann noch ein paar Nüsse drauf tun. Entweder mitschreddern, wer es nicht so zum Kauen mag, oder einfach hier so drüber drauf streuen. Ja. Ja, wer gerne sich noch mehr informieren möchte über gesunde Ernährung, so wie es halt früher mal war, als wir noch nicht in der Zivilisation gelebt haben. Das ist nämlich die Zeit, in der unser Verdauungssystem sich entwickelt hat und dadurch eben auch gerne noch sowas zu sich nehmen möchte und nur dadurch gesund bleiben kann sich in solchen Büchern hier noch informieren. Das ist der Dr. Broca, Gesund durch richtiges Essen. Er hat auch noch geschrieben, Unsere Nahrung, unser Schicksal und verschiedene andere Bücher. Sehr zu empfehlen. Da sind die ganzen Grundlagen auch für andere Ernährung, also die Mittagessen, Abendessen, das ist ja jetzt nur das Frühstück. Und Hans-Ulrich Grimm, auch ein Medizinwissenschaftler bzw. Medizinjournalist, der hat geschrieben, die Ernährungslüge, da geht es halt um die psychischen Erkrankungen, die entstehen durch schlechtes Essen bzw. durch chemisch verändertes Essen. Und auch hier die Suppe lügt, auch Hans-Ulrich Grimm. Da geht es so um die körperlichen Erkrankungen, die eben durch diese Chemie im Essen, auch durch die durch die Nahrungsmittelindustrie hineingetan wird, damit sie halt eben einfachere Produktionsbedingungen und Transportbedingungen haben, aber nicht für uns halt ist. Guten Appetit, schmecken tut super, ich weiß es.